Hallo und willkommen zu meinem neuen Food Haul mit Wochenplan. Heute ist Mittwoch. Ich war gerade bei Aldi und Rewe einkaufen, hauptsächlich bei Aldi. Wochenplan sieht wie folgt aus. Heute gibt es Ofenmakaroni mit Frischkäse. Habe ich ja schon oft gekocht, kommt hier immer gut an. Auflauf ist das mit Hackfleisch, Erbsen sind da drin. Den werde ich jetzt gleich auch schon machen und Patrick wird heute alleine essen, denn ich hole die Kinder gegen 1:30, 2 Uhr ab und fahre mit denen dann direkt zu meiner Freundin, denn wir wollen Plätzchen backen. Denke, ich werde aber ein bisschen was vom Auflauf mitnehmen in der Tupper-Schüssel. Dann kann die Rosalind im Auto essen, denn die Olivia hat im Kindergarten gegessen und die Rosalind hat richtig Hunger, wenn die von der Schule kommt. Morgen Donnerstag wollte ich Kartoffelcremesuppe machen. Eigentlich vegetarisch, aber ich habe gedacht, ich brate Baconscheiben an und werfe die da rein. Fand ich jetzt ganz cool. Freitag mache ich Reis mit so einer Tomaten-Eisoße. Habe ich früher geliebt in meiner ersten Wohnung, weil das richtig schnell geht und satt macht. Wir wollen ja ein bisschen mehr Reis essen und da musste ich, oder was heißt ein bisschen mehr Reis essen, aber wir haben diese Woche viel Nudeln und Patrick kann halt am besten Reis essen und deswegen habe ich dann was gesucht und dann auch was Vegetarisches, ja, habe ich das gefunden. Samstag haben die Kinder sich Lasagne gewünscht. Am Wochenende haben wir ein bisschen was zu tun. Samstag ist Tag der offenen Tür hier in einem Gymnasium, was nicht unser Favorit ist, aber die Rosalind möchte sich gerne alle drei angucken. Danach wollten wir Oma und Opa mal besuchen. Dann wollte der Patrick Lasagne machen und die Olivia und ich gehen dann um 2:30 auf den Kindergeburtstag. Sonntag habe ich aufgeschrieben Spaghetti Carbonara aus dem Thermomix Kochbuch, also dieses dicke grüne Buch, was beim Thermomix dabei ist, habe ich noch nie gemacht. Daraus. Überhaupt allgemein habe ich da wenig draus gekocht, weil ich mir ziemlich schnell ja diese Mix ohne Fix Hefte geholt habe und da ja meistens draus gekocht habe. Am Montag habe ich aufgeschrieben Reis mit Fisch. Da habe ich jetzt Alaska-Seelachs geholt. Den mögen hier halt einfach alle, diesen panierten fertig. Und Brokkoli wollte ich dazu machen. Und für Dienstag habe ich Königsberger Klopse, die haben wir ja auch schon lange auf dem Plan. Da muss ich aber nochmal dann frische Kartoffeln holen, denn für die Kartoffelcremesuppe benutze ich jetzt noch die, die wir da haben und dann sind die Kartoffeln hier alle. Ansonsten habe ich alles bekommen. Ich habe bei Aldi 70 Euro bezahlt und bei Rewe 21. Habe aber in beiden Geschäften auch Pfand abgegeben, so ein bisschen, was hier so rumlag. Ich starte mal mit dem kleinen, aber freien Rewe-Einkauf. Ich habe uns hier noch diese Disney-Gläser gegönnt. Da gibt es ja immer noch diese Treuepunkte-Aktion. Die Disney-Sachen für die Küche. Hier ist Mickey Maus drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So reingefräst. Und hier Minnie Maus. Oder ist gar nicht. Von innen vielleicht. Keine Ahnung. Ich hatte dieses Treueheft in der App voll. Also man braucht das ja nicht so sammeln. Kann ja über die App, weil ich ja letzte Woche unseren Wocheneinkauf bei Rewe gemacht habe. Dann kosteten diese zwei Gläser 99 Cent nur noch. Konnte ich jetzt nicht dran vorbeilaufen. Ich habe auch das zweite Heft schon wieder fast voll. Da werde ich nächste Woche auf jeden Fall auch nochmal zwei Gläser holen, dass wir dann vier haben. Wenn man die Treuepunkte zum Einkleben sammelt und nicht über die App, dann kosten die 2,99. Habe ich mich erst mit vertan. Und wenn man die ohne Treuepunkte holen will, 9,99 €. Finde ich aber echt viel zu teuer dafür. Also würde ich niemals dafür ausgeben. 2,99 € finde ich auch ein super Preis. Habe ich auch eigentlich mit gerechnet an der Kasse. Auf jeden Fall habe ich schon mal Brokkoli da geholt. Bei Aldi gab es keinen mehr. 2,19 €. Dann habe ich mir hier dieses Volvic Matcha geholt. Liebe ich. Im Angebot für 1,29 €. Das ist immer ziemlich teuer. Dann habe ich nämlich zwei Flaschen Active O2 geholt. Jeweils 99 Cent. Die sind im Angebot. Und wenn man zwei Flaschen kauft, bekommt man ein Stickerheft dazu. Den Patros Schafskäse, der ist auch im Angebot für 1,69 €. Und da bekommt man auch jeweils ein Stickerheft dazu. Da der immer lange haltbar ist und wir den sowieso brauchen, habe ich zwei Stück geholt. Dann habe ich hier diese Mini-Kokoszwieback für 1,49 € für die Brotdose. Die Olivia möchte morgen auch eine Brotdose zum Kindergarten und nicht zum Mittagessen angemeldet werden. Deswegen habe ich da noch was gesucht. Eine Milch für 99 Cent. Zweimal den Grießpudding für jeweils 89 Cent, den die Olivia so liebt, den hatte sie sich gewünscht. Dann habe ich einmal Rinderbrühwürfel für 1,99 €. Wusste ich auch gar nicht, dass die so teuer sind. Dann diese Chips hier, die waren ja im Angebot für 1,11 €. Erdbeermarmelade für 1,69 €. Wir haben heute Morgen festgestellt, dass unser Kirschmarmeladen, dieser Samt-Kirschmarmeladenvorrat aufgebraucht ist. Also die letzte haben wir heute aufgemacht. Jetzt habe ich mal Erdbeermarmelade geholt. Ist ja auch
Lecker. Ballisto, 1,69 im Angebot. Und noch diese beiden Tütensuppen hier für jeweils 59 Cent. Die sind auch im Angebot. Und da gibt es auch ein Sticker-Heft dazu. Also wären wir jetzt schon bei 4 plus dem Einkauf bei 5. Das war der Rewe-Einkauf. Ja, bei Aldi war der Einkauf größer. Da habe ich einmal ein Sixpack Cola-Mix im Auto. Der Patrick hat schon lange jetzt keinen Cola-Mix mehr gehabt. Trinkt auch viel Wasser in letzter Zeit. Deswegen habe ich es jetzt auch erstmal komplett im Auto gelassen. Dann habe ich zweimal Mehl für 65 Cent jeweils. Wir gehen heute ja zu meiner Freundin zum Backen. Und die hat gesagt, sie hat kein Mehl und keine Butter, sonst hätte sie alles da. Weil ich ja eh heute einkaufen wollte, habe ich gesagt, bringe ich alles mit dann. Einmal Butterkäse für 2,79. Der war irgendwie auch 20 Cent oder so günstiger. Dann habe ich viermal Joghurt, einmal diesen und dreimal diesen. Andere Sorten gab es jetzt nicht mehr. 50 Cent war der nur noch. Ich denke, der wird schon älter gewesen sein. Ich sehe auch gerade, mindestens haltbar bis morgen. Griechischen Naturjoghurt für 1,19 Euro. Kein Topf, sondern nur die kleinen. Wird im Moment nicht mehr so gerne gegessen. Patrick darf ja nicht mehr so viel davon und ich hab da irgendwie im Moment nicht so Bock drauf. Chips frisch im Angebot für 1 Euro. War ja letzte Woche bei Rewe, da habe ich keine ungarischen bekommen. Deswegen habe ich jetzt 3 Stück genommen. Die reichen dann auch erstmal lange. Zweimal Markenbutter für 1,59 jeweils. Habe ich dann gesehen, bei Rewe wäre auch irgendeine Butter im Angebot gewesen. Für 1,39 oder so. Egal. Einmal Lasagneblätter für 1,29. Da war ich jetzt irgendwie für die Barilla zu kniepig. Gefrorene Himbeeren für 2,49 und Erdbeeren für 2,69 gekauft. Ich wollte mal so ein Frühstücksmuffi machen mit Joghurt, Haferflocken, das und getrocknete Cranberries kommen da noch rein. Die finde ich gerade nicht, gucke ich gleich. Die hatten auch so kleine eingefrorene Pakete mit Obst, aber die waren genauso teuer. Die waren Bio. Fand ich jetzt Quatsch. Also bestimmt werden das die Kinder, wenn die das nicht mögen, mag ich auf jeden Fall so ein Smoothie und dann mache ich den halt ein paar Mal öfter. Da sind die getrockneten Cranberries für 2,19 Euro. Dann habe ich zweimal Sonntagsbrötchen für jeweils 99 Cent. Toast habe ich gestern schon geholt. Ich war gestern schon mal schnell irgendwo drin. Toast holen, eine Gurke und Salami. Dann habe ich einmal den Alaska-Seelachs für 4,79 und Hähnchen-Innenfilet für 4,79. Da wollten wir mal das Panko-Paniermehl ausprobieren, was ich letzte Woche gekauft habe. Ich hatte das ja erzählt im Haul und der Patrick kam dann runter und hat gesagt, er hat richtig Bock jetzt auf so crispy Chicken. Habe ich das jetzt geholt. Haben wir jetzt fürs Mittagessen gar nicht eingeplant. Machen wir irgendwann mal als Abendsnack oder so. Dann habe ich 10 Eier geholt, L-Eier 2,29. Es gab leider nur diese Freilandhaltung und Bodenhaltung, diese normalen. Bio-Eier gab es nur in S und auch nur in diesem 6er-Pack. Da habe ich jetzt, weil jetzt zu dieser Backzeit brauchen wir schon auch mal ein paar mehr Eier. Dann habe ich dunkle Trauben für 2,35 Euro. Wir wechseln uns ja immer ein bisschen mit dem Obst ab. Jetzt letztens gab es ja öfter mal Kaki und auch schon Mandarinen oder ja Mandarinen, die waren aber nichts. Äpfel gehen sehr gut momentan, deswegen habe ich auch wieder Äpfel geholt, aber Äpfel kaufe ich eigentlich jede Woche. Ja, ansonsten bin ich ein bisschen lost gerade. Ich versuche immer so die Obstvarianten ein bisschen abzuwechseln, aber Bananen habe ich jetzt weggeschmissen, 2 Stück, deswegen Bananen lieber nicht. Ja, mal gucken. Weintrauben haben sie jetzt erstmal. Ah ja, Apfelsaft 99 Cent, der kommt auch mit in diesen Smoothie so ein bisschen. Suppengemüse für 1,49. Dann die Pink Lady Äpfel 2,29, weil die einfach am liebsten und am besten hier gegessen werden. Jetzt hatte ich ja wieder andere geholt. Die waren auch okay, aber die waren teurer erstmal. So lecker waren die jetzt nicht. 2 Gurken, jeweils 99 Cent. Einmal Haarsahne für 99 Cent. Einmal feine Leberwurst für 1,39. Die geht ja momentan ganz gut. Tomatenmark 1,09 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ob ihr auch alle meine Food Hauls seht. Vor 2-3 Wochen habe ich bei Aldi 85 Cent bezahlt. Heute 1,09 Euro. Ja, dann habe ich etwas entdeckt bei Aldi. Ehrlich gesagt habe ich da wieder ganz viel entdeckt. Nämlich diese Gusspfannen. Finde ich richtig cool. Werde ich auch holen, denke ich. Da hatten sie aber noch richtig viele. Da muss ich nochmal extra hin, weil ich hatte jetzt nicht so viel Zeit. Außerdem eh schon so viel zu schleppen mit dem Einkauf. Da hatte ich jetzt keinen Bock. Aber ich habe das hier entdeckt. Die Olivia, die liebt Autos von Playmobil. Die hat auch schon ein paar. Und dieses Auto hat sie sich schon echt seit längerem gewünscht. Und das hatten sie jetzt für 6,49 Euro, was auch super günstig ist. Ich glaube 9,99 Euro kostet das regulär. Ich
weiß aber auch gar nicht, ob es das noch gibt. Die wechseln ja immer so das Sortiment auch. Da gibt es noch ein zweites Auto, wo hinten eine Rückbank ist oder so mit einem Kindersitz. Das wünscht sie sich auch, aber das gab es leider nicht. Habe ich jetzt schon mal geholt für, weiß ich noch nicht. Packe ich auf jeden Fall erstmal weg. Aber da muss ich jetzt zuschlagen, 6,49, weil ich halt auch weiß, dass sie sich das wünscht. Und bei der Olivia muss man immer bedenken, die hat auch im Januar noch Geburtstag. Also egal, wie viel die sich auch schon wünscht zu Weihnachten, da bleibt immer dann noch für den Geburtstag genug über. Das weiß sie auch. Sie sagt auch immer, den Wunschzettel, den sie schreibt, der Rest ist dann für den Geburtstag, was das Christkind nicht tragen kann. Und somit haben wir da dann schon mal was. Aber ich finde es eigentlich auch für Nikolaus ganz toll. Viermal Energy. Ich wollte eigentlich bei Rewe noch Bullet kaufen, denn die haben den Preis angepasst. Bullet kostete ja bei Rewe immer viel mehr, 20 Cent mehr oder so. Bei Penny 39, bei Rewe 59 und irgendwann habe ich es da mal gesehen, haben die den Preis angepasst auf 39 Cent. Ich wollte eigentlich da noch welche holen, da habe ich jetzt aber nicht mehr dran gedacht. Aber die kosten 1,29 von Aldi. Dann haben wir hier die Mini-Brotchips. Mag die Rosalind sehr gerne mit Oliven und Tomate. Ich hoffe, die Olivia auch, kann mich nicht mehr so erinnern. Für die Brotdose 1,79 kosten die, nicht so ganz günstig, aber ja, da hat man auch lange was von eigentlich. Dann habe ich noch geriebenen Käse, 1,99 für heute oder für die Lasagne. Ich war mir nicht sicher, ob wir noch geriebenen Käse haben, deswegen habe ich jetzt erstmal nur einen geholt. Dann habe ich hier mal so ein Brioche-Sandwich für 1,99, weil der Patrick ja gerne Marmelade isst und weil der ja Weißbrot essen soll. Ich auch super gerne so ein Brioche mit Dick Butter und Marmelade, richtig lecker. Die Kinder sind da eher nicht für zu haben, komischerweise. Einen kleinen Saatentoast für 1,09 €, muss ich gucken, weiß ich jetzt nicht, 1,19 €, ach, habe ich teurer gedacht. Gemüsebrühe für 1,19 €, unsere Haribo Saurer Zoo für 1,19 €, für den Patrick einfach nur für die Dialyse. Und ich habe mir zweimal kalten Kaffee mit weniger Zucker für jeweils 65 Cent mitgenommen. Auch wenn es jetzt schon Winter ist, oder haben wir überhaupt schon Winteranfang? Nächste Woche, glaube ich, ne? Egal, wenn es schon Weihnachtszeit ist, für mich bin ich trotzdem im Moment noch auf diesen kalten Kaffee hängen geblieben. Eigentlich hatte ich das ja immer so, wenn es so heiß ist, aber irgendwie trinke ich den trotzdem noch ganz gerne, so nachmittags. Morgens muss es schon warmer Kaffee sein, aber nachmittags. Ja, ich habe jetzt übrigens auch angefangen, mal schwarzen Kaffee zu trinken. Eigentlich ist der viel gesünder. Vielleicht komme ich da noch immer mehr darauf zu, dass ich zumindest dann morgens den warmen Kaffee ohne Milch trinke. Das wäre cool. Das war mein Einkauf. Ich habe erst gedacht, wenig, aber war dann doch ganz viel irgendwie. Ja, Fleisch musste ich nicht viel holen. Ich hatte ja letzte Woche Gehacktes geholt und habe das eingefroren, einvakuumiert und eingefroren. Ich hoffe, mein Einkauf, mein Video, mein Wochenplan hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr wissen wollt, was ihr zu sagen habt. Ich freue mich über die Kommentare immer sehr. Das ist hier der Support für mich. Die Daumen nach oben, die Abos und die, die Kommentare, mehr könnt ihr mir nicht zurückgeben. Und da freue ich mich auf jeden Fall immer wahnsinnig und beantworte ja auch eigentlich immer so gut wie alles. Hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!